Hallöchen, meine Freunde, und willkommen zurück zu Nightmares from the Deep 1, das ist der Fluch der Herz. Ja, weiter geht's. Und ja, wir machen jetzt mal hier drin weiter. Also ich habe mir das so gedacht, Freunde, ich muss nicht immer und immer wieder in der neuen Folge erzählen, was in der letzten Folge passiert ist. Einfach gucken die letzte Folge, dann wisst ihr Bescheid. Die Umgebungskarte, ich frage mich, wo sie mich hinführen wird, wenn ich erst herausgefunden habe, wie man sie liest. Also dreimal nach... Okay, ist nicht schwer. Den Anweisungen einfach folgen. Hä, wo ist denn E? Ich sehe hier kein E. Na, ich hoffe mal, das ist richtig. Ist schon interessant. Okay, das war auf jeden Fall das eine Grab hier. Da brauchen wir eine Art Hebel. Dieser dicke Vorhang ist... Ja, kannst du mal das schon wieder blenden? Danke. Nach 300 Jahren bin ich wieder zurück. Meine Insel hat sich kaum verändert. Ich habe die kleine Kapelle besucht, die Mary erbauen ließ, nachdem sie hier zurückgekehrte. Als ich unsere Gräber und ihr Porträt sah, ich konnte es nicht ertragen, sie so zu sehen. Alter und trauriger, so unglaublich. Ich ließ mich von der Wut hinreißen und schlug ihr Porträt in Stücke. Mein Beschluss steht fest. Ich werde die Zeit, die wir getrennt waren, wieder gut machen. Ich werde sie zurückbringen und die Dinge zurechtrücken. Sie wird glücklich werden, so wie es sie hätte werden sollen. Übertragung von Lebensenergie. Meine gesamte Jugend habe ich damit verbracht, die Geheimnisse des Voodoo-Zaubers zu studieren. Mit Hilfe schwarzer Magie beschwor ich David Jones herauf und wurde zu einem unbesiegbaren Piraten. Nun werde ich den Zauber eines letztes Mal anwenden, um meine Geliebte wieder zum Leben zu erwecken. Ich muss die Jungfrau opfern, die ich gefangen habe. Bis ich meine Vorbereitung in der unterirdischen Bucht beendet habe, wird sie von meinen mächtigen Zaubersprüchen festgehalten. Dann werde ich sie ihrer Lebensenergie berauben und damit meine Geliebte Mary zurück ins Leben rufen. Ich scheue mich nicht vor dieser Grausamkeit. Ich weiß, Mary würde dasselbe auch für mich tun. Mit Sicherheit. Ja, okay, unsere Tochter einfach aussaugen. Alles klar. Okay, das ist auch so ein kleiner Hinweis. Der Entdeckerglobus war für die Planung von Überfällen auf Händlerkonvois unverzichtbar. Doch nun, da ich mein Piratendasein aufgegeben und mich mit Mary niederlassen werde, benötige ich diese Modellschiffe nicht mehr. Rennington, okay. Ich habe diesen Globus in der Kapitänskajüte des Geisterschiffes gesehen. Ja. Okay. Hier ist aber noch ein Wimmelbild. Vollständiger Kerzenhalter. Okay, dann sind hier irgendwo Teile vom Kerzenhalter verstreut. Oder die Kerzen halt eben. Irgendwo ist noch eine Kerze. Da. Sauberer Teller, dann brauche ich hier irgendeinen Lappen oder sowas. Okay, vollständiger Kerzenhalter. Sauberer Teller, Himmelssphäre. Oh Gott.
Ist das die Hemisphäre? Nö. Die? Ja. Dann ein Weidenkorb. Hier ein Skorpion. Knochen. Eine Schaufel. Wo ist denn hier eine Schaufel? Ich bin schon wieder blind für einfache Objekte. Da ist doch die Schaufel. Drei Bücher. Mal hier, einmal hier. Einmal hier. Ein Eckzahn. Dann brauche ich einen... Ist das der Korken? Ja. Dann brauche ich den Haken. Der ist wieder wo? Und Pi. Was ist jetzt wieder Pi? Das ist irgend so ein... mathematisches Zeichen, genau. Ja, war mir klar, dass da keine... Dass da kein Piraten-Skelett drin ist. Okay, ich muss noch einmal nochmal in dem Versteck. Und einmal in die Augenhöhle nochmal rein. Okay, und hier muss ich rein wegen der Duplone. Okay. Okay, wieso muss ich denn wegen... Ach so. Wegen dem musste ich hier rein. Fehlt aber noch was, oder? Einiges wird dann fehlen, ich sollte ein Buch nachlesen. Was haben wir denn hier? Die, ach so, das fehlt hier noch. Genau, da weiß ich auch, wohin, woher ich die kriege. So einen hier ausbuddeln. Und dann ist hier nochmal ein Wimmelbild. Und gut, ich muss nichts freilegen, okay. Handschellen. Fledermaus, Schildkröte. Jetzt hätte ich mal den Schweif vom Chamäleon für eine Schnecke gehalten. Schnecke, 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 Schnecke. Da ist die Schnecke. Da ist der Eispickel. Wo ist die Lampe? Die Lampe wahrscheinlich. Stiefel. Wo sind denn die Perlen? Wo sind die Perlen? Ja, weil Perlen verstehe ich unter... Oh, wow, okay. Dann eine Feder. Ist hier. Eine
Keule, die ist hier. Pelze sind da. Und da ist die Axt. Okay, wozu brauche ich denn bitte schon den Eispickel? Wieder was im Versteck oben, okay. Okay, erstmal das hier zerreiben. Dann das hier schälen. Habe ich ja irgendein Messer genau hier. Dann die Blumen zerpflücken hier. Eins, zwei, drei, eins, ja, ich will annehmen, Mensch, zwei, drei, eins, zwei, oh Gott, lahmärschlich wie sonst was die Frau. So, was sagt die Karte nun? Immer noch was im Versteck, okay. Das hier vielleicht? Was soll ich denn hier noch machen, großartig? Ja, hier soll ich noch was erledigen. Ich glaube, ich soll einfach rausgehen hier. Kann man nicht vorstellen, dass da jetzt noch was zu erledigen ist, wenn wir eh keinen Gegenstand haben, wo wir das jetzt nutzen könnten hier. Seht ihr, da ist nichts dabei. Wahrscheinlich ist das nur so ein Grafikfehler. Um die Tür zu öffnen, muss ich die Umrisse in die korrekte Position bringen. Alter. Uff. Ich gebe mein Bestes, Freunde. Was soll ich denn wissen, was richtig ist? Nur so by the way gefragt. Das sieht für mich schon richtig aus hier. Das sieht aber noch nicht richtig aus, weil hier fehlt ja was. Thank you.
kann man es doch. Ich habe meine Tochter gefunden, doch sie befindet sich in einer magischen Trance. Wenn Remington sie in dieser Trance versetzt hat, kann er sie auch davon befreien. Überall Schrumpfköpfe natürlich. Nur so, by the way, merkt euch mal diese Truhe. Merkt euch mal diese Truhe. Ja? Okay. Seid jetzt vorbei, ist von den Tinktoria-Ringen ausgelassen. Ich muss sie finden. Okay. Ich möchte aber erstmal ein paar Gegenstände loswerden. Ich mache das Wimmelbild gleich, Freunde. Wie gesagt, ich möchte jetzt nur wieder ein paar Sachen loswerden. Nicht böse sein. Captain Hank und Gräfin Mary zurück glücklicheren Zeiten. Ich frage mich, ob sie die Augenhöhle zufällig in den Hintergrund ausgewählt haben. So, dann zurück zur Gruft. I took this old symbol with me to the grave. Recovering it would help you understand what drives him. Maybe you can stop Remington in time. If only you could regenerate my hand. Ja, irgendwie wird das schon möglich sein. Warte mal, da hat doch was geglitzert an der Treppe, oder? Nee. Hat nur so ausgeschaut. During her days aboard Remington's Black Galleon, the captive Mary Bannister turned out to be fearless, peaceful, and resilient as she tried to shun the pirates' advances. Captain Remington was keeping her out of harm's way. On rare occasions, Mary was given permission to visit the deck. Once, to avoid her father's disgrace, she attempted suicide and jumped into the water. So, ja, sie wollte Selbstmord machen, das ist klar. Alter, haben wir jetzt wie viel hier zu suchen? Auf dem Schiff? Schiff haben wir da, wo wir gerade sind, auch was zu erledigen. Ja, okay, das ist nicht schwer. Um Remington's Globus zu öffnen, muss sich jedes Schiff entlang der Handelsrouten bewegen, bis es den korrekten Hafen erreicht hat. Ja, okay, dann fangen wir mal an. Kann sein, dass ich das Rätsel mit in die nächste Folge nehme, Freunde. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ja, das wird auch so sein, Freunde.
Kann sein, aber vielleicht nehme ich es auch nicht mit in die nächste Folge. Vielleicht will ich es ja auch in der Folge schaffen. Okay, es ist doch nicht so einfach. Ja komm Freunde, nehmen wir mal das Rätsel mit in die nächste Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Nightmare from the Deep 1. Nightmare from the Deep 1.